So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Switch auf dem Kanal Gamers Club, der Club für Gamer. Mein Name ist Yannick und ich begrüße euch ganz herzlich zurück und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich drehe nochmal kurz die Musik noch ein bisschen leiser. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir hoffen mal, dass wir unsere Farm weiterbauen dürfen. Jetzt scheint hier bloß gerade die FPS ein bisschen schlechter als sonst zu sein. Oh. Stimmt, das war ja das Problem. Gut, gehen wir erstmal schlafen. Leg dich schlafen. Und dann schauen wir mal, was uns so in dieser Welt erwartet, wenn es wieder Tag ist. Hallo Mimi. Guten Morgen. Hast du auch schon geschlafen? Da ist ein Zombie. Boah. Wenn der wirklich will, dann tut er das auch so. So. Unsere Scheune, die wir gebaut haben, ist jetzt soweit. Warte! Nein, nein, nein. Geh wieder rein! Geh wieder rein! Ist jetzt soweit fertig. Klar, was tut man mit Schafen in Massentierhaltung? Noch mehr Schafe herholen. Hallo, Zombie. Schauen wir doch mal runter, ob wir mehr Schafe holen können und Kühe und was man auch immer braucht. Weizen ist eine ganz schön schwere Sache. Wo ist denn die? Wo haben wir das Weizen? Da unten ist wertvolles. Okay, wertvoll ist Weizen wohl nicht, oder? Nicht ganz, nein. Ah, hier. Wheat. Okay. Dann schauen wir doch mal. Los, los geht's, Leute. Los geht's. Ach, der Zombie kommt gemütlich. Komm. So, den haben wir jetzt auch getötet. Sammeln noch ein bisschen Experience auf. Und dann geht's los in die Welt von Minecraft. Und wir schauen mal, dass wir hier irgendwie in akzeptabler Form Schafe beschaffen können. Das letzte Mal haben wir die ja relativ fix losbekommen. Da waren wir irgendwo und sind reingefallen. Das weiß ich noch ganz gut. Mal schauen, ob sie sich befreien konnten oder ob wir die Gegend wiederfinden. Ich darf jetzt einfach versuche geradeaus am Berg entlang zu laufen. Dann wissen wir nämlich immer, wo wir hin müssen. Hier müssen wir hoch. Da buddeln wir uns auch einfach hoch. So. Das Problem ist, wenn diese Sachen nicht zuverlässig verschwinden, ist halt auch immer blöd. Gut, wir kommen irgendwie mit klar. Das denke ich schon. So, da auf jeden Fall noch weg. Und dann hauen wir hier einfach mal ein Loch rein. Ah, wir haben noch eine Pickaxe, okay. Das war jetzt das Falsche. Aber auch okay. Ja, als Playlist habe ich jetzt wieder die aus der ersten Folge Switch, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Beziehungsweise es nicht gemacht habe, einfach eine neue Playlist zu erstellen. Das habe ich einfach nicht gemacht, weil ich dachte so. Oh, verdammt. Ja, stimmt. Wieder Switch aufnehmen. Sollte ich machen? Das ist immer so eine relativ spontane Entscheidung, wo ich denke, ah ja, das war ja auch noch was. Und deswegen könnte es sein, dass ihr das ein oder andere Lied schon kennt. Nein, 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 nein. Also, Kollege. So machen wir das hier garantiert nicht. So, und ich habe mir auch überlegt, wir bauen ein klein bisschen anders. So. Und zwar machen wir hier Wegmarkierungen. Dass wir mal wissen, okay, hier müssen wir hier lang. Das stimmt dann, dass wir einfach eine ungefähre Orientierung haben. Vor allem, wenn es dann Nacht wird, finden wir einfach schneller zurück. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir bis nachts brauchen. Das wäre ein bisschen blöd. Aber man weiß ja, es ist nichts unmöglich in der Welt von Minecraft Switch. So. Dann schauen wir, dass wir uns hier möglichst orientieren können.
wir hier wissen, okay, hier geht's weiter. Hier waren wir ja schon mal. Der ein oder andere erinnert sich. Wir waren hier am Meer. Und ja, das war auch ein schönes Erlebnis. So, jetzt stellen wir hier noch eine Fackel auf. Dann hier noch eine. Und hier noch eine. Das wäre einfach, ja, auf sichersten Weg zurückfinden. So, die sehen wir von hier aus noch. Und gut. Und dann machen wir hier eine, auf jeden Fall. Da würde ich auch noch eine platzieren. Da haben wir nämlich schon die Hühner. Das ist toll. Und hier haben wir jetzt eine Schere dabei. Nein, wir haben keine Schere dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob die Musik weiterläuft. Wahrscheinlich nicht. Dann schaue ich mal, dass ich die Musik kurz zum Weiterlaufen bringe. Denn die bewegt sich da nicht von selber zu. Ja, fangen wir einfach wieder hier an. Das ist ein sehr schönes Lied, wie wir es auch schon in der ersten Folge ganz am Anfang hatten. Ja, es läuft. Gut. So, ich ernähre mich auch gerne mit Melonen. Gut, dass wir welche dabei haben. Finde ich tolle Sache. Hier, so einfach, Melonen. Die schmecken auch gut. Also so eine richtig saftige Wassermelone, wenn man am See ist oder am Strand. Strand kann ich persönlich weniger zu sagen, aber See kann ich ein bisschen was zu sagen. Und da so eine schöne Wassermelone. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. So. Klar, wir wollen hier einmal durch. So. Und das muss groß genug für uns sein. Und hier dürfen wir auf jeden Fall nicht reinfallen. So. Dann natürlich eine Flamme rein. Hallo, Hühner. Ich sammle mal eure Eier auf. Mal schauen, was wir da so alles weggerissen haben. Baum. Gut. So, was an Minecraft der Fehler ist, das kann ich euch übrigens auch nicht sagen. Das fängt jetzt, das ist wie ein Virus, das greift einfach um sich. Machen wir so ein bisschen strippy. Wo sind denn die Schafe eigentlich? Die waren irgendwo hier. Irgendwo hier waren welche. Ich weiß nur, dass ich... Ah! Schaut mal, da unten sind unsere zwei Kollegen. Klasse. Klasse. Die schieben wir wieder raus. Die holen wir uns wieder. Schön, dass ihr auf mich gewartet habt. Ich habe lang genug gebraucht, um wieder hierher zu kommen. Hallo, meine lieben Freunde. Also wir holen die jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Okay, den haben wir schon draußen. Und den anderen schieben wir auch noch raus. Mal schauen. Ich bin ein bisschen schlauer geworden. Ja, sie folgen mir. Na, kommt ihr? So. Dann müssen wir schauen, dass wir hier nach rechts kommen. So. Da ist die Fackel. Komm her, Schafi. Komm. Ah, wir schaffen es. Kommt, meine Schafe. Ich will euch ins Trockene bringen. Ihr habt einen Kollegen, wisst ihr das? Ihr habt einen Kollegen, den habe ich euch weggenommen. Nein, ich habe euch nur getrennt, weil es nicht anders ging. Ihr wart im Wasser festgehangen. Aber Wasser ist der effektivste Käfig, weiß ich jetzt mittlerweile. Bitte folgt mir. Ah, da kommt der andere. So. Ach, wie schön. So, dann schauen wir mal, wo ist die nächste? Da ist die nächste Fackel. Alles geradeaus. Das ist toll mit den Fackeln, ich mag das. Ja. Dann müssen wir so kreuz und quer laufen. Hallo, triggern. Ja? Oh, schaut doch schon besser aus, oder? Ach, hängt der jetzt am Baum fest?
Das ist immer... Ja, es könnte manchmal echt ulkig werden mit den Schafen. Ui, Minecraft-Hänger? Kommt. Ich ebne euch sogar den Weg. So. Jetzt möchte ich nichts mehr hören, ne? Doch, natürlich möchte ich euch hören. Dann weiß ich wenigstens, dass ihr noch hinter mir seid. Habe ich sogar vereinfacht den Weg. Beide? Ja, beide. So. Dann schauen wir, dass wir hier hochkommen. Okay, beide noch da. Wow. Leute, nicht so stürmisch. Okay, beide noch da. Wunderbar. Ja, die Schafe kommen jetzt mit. Jetzt schaue ich mal kurz hier, was hier ist. Ja. Meine Schäfchen, ne? Ach komm, gehen wir wieder zurück, komm. Brrr. Dieser Dschungel macht mich noch wahnsinnig. Wer hat dieses Spiel eigentlich angefangen? Das würde mich auch interessieren. Weil wer hat... Nein, eigentlich würde mich eher interessieren, nicht wer das Spiel angefangen hat, sondern wer das Haus dahin gebaut hat. Hat er sich so gedacht, so, ja, wir brauchen die Herausforderung, denn sonst wäre das nicht Switch, wie es im Buche steht. Wenn ja, vielen Dank für diese Herausforderung. Ich habe sie auch gerne angenommen. Um eure Schäfchen... Und unsere Schäfchen natürlich jetzt hier irgendwie durchzubringen, ist aber diese Herausforderung doch eher kontraproduktiv. Also, klar, wenn man hier irgendwann mal Schneise gerissen hat, dann geht's auch wieder. So, ihr kommt zu euren Kollegen zurück. Ja, lol. Läuft hier. Ach, Leute, wir müssen außen rum. Hab ich vergessen. Komm mit. So, kommt. Ach jetzt, Leute, stellt euch doch nicht so an. Los. Du kriegst auch noch deinen Weg. So, da, da. Irgendwie kommen sie dann doch immer mit, ne? Hallo, du da hinten. Schaf schaut mich treuherzig an, aber tut nichts. Ne? Hallo, hier ist Weizen und so, Leute. Was ist mit euch los? Weizen, getrocknetes Gras. Ist doch viel geiler als nasses Gras. Außerdem sollt ihr hier nicht unsere Bude abgrasen. Ah, hallo. Hallo, nicht die Bude abgrasen hier. Hey! Kollege, was habe ich dir gerade über das Abgrasen gesagt? Hey, ich sag's mal, dein Kollege ist ja echt nicht nett. Den hole ich jetzt mit der Melone. Lauf! Ich ernte jetzt mal kurz den Kakao hier. Entschuldigung. Tut mir echt leid. Ich glaube, Antonia hat sich darum gekümmert. Tut mir echt leid, aber dieses Schaf mag es einfach nicht. Boah, ey. Nee, oder? Nee, oder? Was ist denn los hier? Raus mit euch! Nicht festhängen am Kakao. Ja, Leute. Kommt. Kommt rein. Oder so. Geht auch. Dann muss ich das andere Schaf noch triggern. Wo ist das jetzt hin? Ja, das ist natürlich wieder am anderen Ende der Welt. So. Jetzt nicht, hallo, nicht über die Felder laufen. Komm wieder zurück. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Schafe züchten für Anfänger. Ach du Scheiße, echt. Leute, ich sag's euch.
So, und wir zeugen jetzt kleine Schafe, ne? Macht mal kleine Schafe. Okay, das angeschossene Schaf haben wir auf jeden Fall schon mal. So. Wir haben Schafe gezüchtet, Leute. Ich bin erfolgreich gewesen. Das freut mich gerade. Und es ist Nacht, wie wir gerade unschwer feststellen konnten. Und deswegen gehen wir jetzt mal schleunigst schlafen. Gehen wir mal schleunigst schlafen, um mich nicht zu wiederholen. Ich hole die ganzen Tiere, ne? Als nächstes brauchen wir Kühe. Definitiv. Kühe sind unabdingbar. Also Schafe, Kühe und alles. Unabdingbar. Die Schönheit des Hauses. Es tut mir leid, es hat einfach nicht gereicht. Aber ich sehe hier gerade, dass wir das richtige Holz hier direkt an der Haustür haben. Und das ist das hier. Das Holz brauchen wir. Das ist nämlich genau das, mit dem wir das auch ursprünglich mal gebaut haben, was sich da Scheune nennt. Ich finde es schön, dass diese Scheune auch soweit, ich sag mal, in Ruhe gelassen wird, dass wir diese noch haben und so weiter und so fort. Das freut mich, dass keiner diese Scheune zerstört. Und außer der Creeper natürlich, das war dann gegen Ende echt kontraproduktiv. Aber das passiert. Man muss es ganz ehrlich sagen, wie es ist. Es kommt einfach vor. Es kommen irgendwann die Zeiten, dann denkt man sich auch nur so, ja, hallo. Und diese Zeit kam da und, ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt erstmal Zäune bauen und schauen, wie es weitergeht. Das Junglewood, das verarbeiten wir in Holz. Ich weiß, dass man nicht alles zu Stacks machen darf mittlerweile, aber ich weiß nicht... Moment, das war so. Dann. So. Und dann war es, glaube ich, so. Das war die Tür. Und der Zaun. War dann. Oder hatte der Zaun. Das weiß ich nämlich nicht. Die haben das Crafting-Rezept vom Zaun geändert und seitdem komme ich damit nicht mehr klar. So. So. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall Zaun. Das andere Holz brauchen wir ja so. Und wir brauchen Werkzeug. Werkzeug, das können wir jetzt entweder finden. Das ist eine Hoe, das ist nicht das Richtige. Oder wir bauen es uns einfach. Wir haben da irgendwo auch... wertvolles Zeug. Dia will ich jetzt nicht verwenden. Gold ist schnell, aber nicht sonderlich stabil. Den Block of Iron machen wir jetzt mal platt. So. Machen wir ein bisschen weniger Block of Iron. Und dann machen wir uns eine Axe natürlich. Ist ja ganz wichtig, dass wir auch sortieren, was wir machen. Übrigens, ja, ich hau das Inventar zu und ich stehe dazu. Aber das ist meine Art zu spielen. Das ist einfach so. Und der Nächste, der dann spielt, der muss halt damit klarkommen. Oder auch nicht. Das tut mir dann auch nicht... Boah, was soll ich sagen? Tut's mir leid? Naja, eigentlich auch nicht so wirklich. Das ist einfach so. So. Wir bauen hier den Zaun fertig. Da muss ich doch auch sagen, schöner wäre es, wenn das Nether-Portal da nicht stehen würde, weil das ein bisschen im Weg steht. Aber ich sag mal so, mit Nether-Portal hat man auch so seine Vorteile. Ist halt auch so, wie man es sagen muss. So ein Nether-Portal, stellt euch mal vor, wir hätten keins. Dann hätten wir den Netherrack gehabt, nicht für das Auffüllen. Das wäre auch ein bisschen blöd gewesen. Hey Leute, chillt. Chillt. Mach hier nur gerade tierschutzfreundlicheren Käfig. Zumindest, dass es so aussieht, als wäre es tierschutzfreundlich. Habt ihr euch vermehrt? Ja, natürlich habt ihr euch vermehrt. Ich habe euch dazu gezwungen. Schön, dass ich so interessant auf euch wirke, in dem, was ich tue.
verdammt. Ja, das war damals schon eine blöde Sache mit dem Creeper. Muss ich schon zugeben. Na, verdammt. Jetzt weiß ich, wie sich die Blöcke ausrichten. Also wir müssen den Block hier draufsetzen, dann setzt er sich richtig hin. So. Und dann müssen wir hier... Weil das kann ich jetzt ehrlich gesagt... Nicht ho. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht lassen. Das habe ich schon genug verbockt. So, muss ich mir mit Erde nochmal hochbauen. Die Schafe sagen, ich soll nicht sterben gehen. Finde ich nett von denen, dass sie so an mich denken. So. Und wenn ich das jetzt so betrachten würde... Klar, was uns jetzt natürlich immer noch fehlt, sind diese Ziegeltreppen. Muss ich jetzt auch ganz klar sagen, die haben wir jetzt nicht. Aber wir haben jetzt Ende der Folge. Und... Wow. Ich baue hier noch schnell das ab, was ich hier so an Erdkonstrukt gebaut habe. Und dann hat es wenigstens ein bisschen was von Aussehen. Weil es dann einfacher ist und... Ja gut, es sieht immer noch nicht so wundervoll aus, aber mir fällt nichts Besseres ein. Wir finden schon irgendwann eine Lösung. Einen adäquaten Lösungsansatz für uns alle. So, ja, dann haben wir hier ein bisschen verschönert. Neue Schafe geholt. So, und dann wissen wir auch schon, dass wir für die nächste Folge schauen, dass wir das irgendwann mal schöner hinkriegen. Und wir wollen noch Kühe. Kühe sind unser nächstes Ziel. Die finden wir vielleicht auch noch. Oder wir bauen es einfach schöner. Das werden wir dann nächste Folge sehen bei Let's Play Minecraft Switch. Und damit sage ich danke und ciao bis zum nächsten Mal.